Ja, du bist überrascht. Dann, ich hoffe, man hört meine Tüte nicht ganz klar. Nee, also tatsächlich kriegt man das wahrscheinlich gar nicht mit, das Mikrofon. Hallo, willkommen zu diesem wunderschönen neuen Vlog. Wir fahren jetzt gemeinsam her. Wir sind gemeinsam bei Saturn. Hier noch nicht. Wir sind noch davor. Niklas eingeladen, Michael ist mit dabei, sind Fido, Olivia von Red Bull, Papa Platte, Hanky, Rezmann und Co. sind alle hier. Wir haben zusammen tatsächlich unseren Hauptgast mit dabei, Arcani. Und wir werden hier eine kleine Hundeschau machen. Arcani hat nämlich jetzt gelernt, alles voll zu p***en im Saturn. Das hat er schon immer gemacht. Richtig, genau. Aber diesmal habe ich ihm, also er hat jetzt wirklich 16 Liter Wasser getrunken. Der Hund ist komplett, besteht nur noch aus Wasser. Ja, also das ist einfach ein Wasserballon, der Hund. Ist der beschnitten? Der Hund? Ja. Das ist kein, wir gehen dann jetzt rein, ne? Das ist ja der offizielle Eingang hier, ne? Der offizielle Eingang hier. Der zu ist, meinst du den, ne? Klingel. Oder ruf jemanden an. Ich muss einen Arm nehmen. Ich dich auf den Arm nehmen. Wir sind ja geimpft, ne? Nee. Scheint ja. Ich stand doch auf der Ankündigung. Ich bin. Wir haben die Insta-Story, haben wir da. Gewitzeit, der YouTuber. Baby, du bist nicht mehr relevant. Ich bin hier wegen den Toiletten. Na, dann gehen wir außen rum. Nee. Wo ist der Hund? Unsere Hauptattraktion ist weggelaufen. Och nee, Digga, jetzt hat der androide Typ, der die ganze Zeit dabei gewesen ist, den Hund weggelaufen. Ich hab mir einen Pflaumenstrudel geholt. Alter, danke. Mir habe ich uns den hast du Pflaumenstrudel gekauft. Der hängt hier neben der Kamera. Du kannst echt was abhaben, wenn du willst. Nee, ich hab Angst. Boah, guck mal. Cringe. Wer ist hinter mir? Macht's aus. Okay. Willkommen im Xperia. Wo hängt nochmal mein Bild hier? Der ist hier hinten. Ist ja mega unangenehm. Das erste, was ich höre, ist Kevin, wie er rumschreit. Ist natürlich wieder klar, Kevin lässt sich hier beschützen. Hinter einem Band und sowas. Der hat wieder die Nähe zu seinen Zuschauern verloren. Schade, oder? Ja. Sehr cool. Hallo. Sag mal schnell, was das ist. Ein Buch. Gelbe Seiten. Karton. Was könnte das sein? Karton. Es ist mit 10 Buchstaben. Sandkasten. Sandkasten. Es ist ein Sandkasten, ich sag's dir. Der Beste! Holy shit! Hallo! Das ist ein Sandkasten? Ja, ich weiß, hab ich erwartet. Ich bezweifle. Moin, das geht. Ach nee, Digga. Ganz hallo gesagt. Ach, Kevin, ich hab. Lösch dich bitte. Ja, du auch, ja? Wie geht's dir? Schön, ja? Ich hab gehört, ich hat eigentlich niemand eingeladen, Bro. Ich hab, ja. Nee, also ja, die konnten halt nicht sagen, dass ich nicht kommen kann. Das ist ja meine Stadt hier. Weil das Gebäude ist ja von mir hier, ne? Lass es einfach. Ey, wir spielen halt so mies Rust, ne? Heute. Auf der LAN generell. Nee. Klar. Ich bin gleich wieder weg. Ich habe für eine Stunde bin ich hier gebucht. Echt? Wir sind jetzt Nachbarn, ne? Wir sind Nachbarn? Ja. Das freut mich. Ja. Muss halt, ne? Ja. Voll, ja. Ah, ich war abgelenkt. Was soll ich jetzt machen? Ich hab hier nichts offen. Die wollte ich nicht dabei haben, Sebastian. Ja, ich weiß. Ey, ich hab's verstanden. Es ist ein Streamer-LAN. Das steht hier auch überall. Ich hätte hier auch streamen müssen. Das heißt, man kommt hier hin und streamt. Auch heute ist ja Freitag. Ja. Ja. Und? Freitag streame ich ja nicht, oder? Du hast keinen Plan. Also, Freitag ist jetzt halt heute kein Streamtag, meine ich damit. Aber ich glaube, ich komme morgen hier hin und wir fahren gleich eh noch zusammen wohin. Das wird cool. Wir fahren ins Kino, ins Sommerkino. Das wird ganz lustig. Und heute Abend sind wir auch nochmal bestimmt hier und feiern ein bisschen und lassen die Sau rein. In dem Sinne. Auf der Basis dann halt. Und dann werde ich morgen hier wahrscheinlich einfach einen Rust-Stream kicken von 8 Stunden mit Philo zusammen. Das ist doch, sage ich mal, da sehe ich mich doch dann so sehr, oder? Was sagst du? Du fährst morgen in Urlaub? Kroatien, ne? Ne? Ich bin Jungfrau. Ja. Ja, aber was? Wir haben ja nichts angefangen. Glaubst du, mir gefällt dir doch? Guter Job. Okay, das war's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter, denn wir fahren jetzt zusammen zum Kino, Autokino. Ein paar Tickets verlost, da gibt es einen Film. Und morgen bin ich sowieso nochmal hier und morgen nehme ich euch den ganzen Tag nochmal mit dem Vlog. Es wird auf jeden Fall echt für die extrem nice. Denk mal heute Abend für mich auch noch ein bisschen. Na, safe, gerne. Hallo. Wenn ihr jetzt nicht verpasst habt, dann könnt ihr euch ins Knie f***en. Allerdings. Ne, Sonntag bin ich gar nicht hier. Ne, dann war's das an der Stelle auch. Das ist dann, also ja, genau. Alright, wir sind jetzt hier in einem Kino in Düsseldorf. Diese Leinwand. Wirklich, ja, Julius, dann pegel es einfach hoch. Ich schreie jetzt. Was musst du hochpegeln? Du musst du nicht pegeln. Trinkst du Alkohol? Bin ja tief gesunken. Arbeit. Ja. Spinswette ist gekauft. Das warst du, Sebastian. Ja. Die Leinwand dreht sich gleich und wir gucken hier zusammen einen Film. Ein paar Leute aus der Community eingeladen, ein paar Tickets verlost hier gemeinsam. Vodafone wird sehr chill. Ja, ich glaube, heute zum Saturn nochmal zurück wird ein bisschen schwierig. Kannst du dann jetzt auch ausmachen, ne? Nee, Bro, nee, komm. Alter, nee. Das sieht cool aus, sieht creamy aus. Sag mal, du hast deinen Traum. Ich hab mich voll gestellt. Hör mal auf, die neuen Mitarbeiter zu filmen. Der ist mal verpixelt. Wer ist Stimmt, es? Der ist ja echt. Es ist Gomme HD. Den darf man nicht sehen. Kamera aus, hey. Kamera aus. Ja, jetzt verpixel ich mich auch. Der ganze Film muss doch gefilmt werden. Dicker Mann, ich habe so viele dumme Personalentscheidungen in meinem Leben getroffen. Bei Gott, Dicker, bei Gott. Das
Ist das meins? Ist das mein Popcorn? Die Leinwand! Ja. Film mal Düsseldorf! Aber du bist artig. Du auch, oder? Flash! Also, Tag 2. Wir sind jetzt hier wieder in Saturn. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wir kochen jetzt ein bisschen was für die Jungs. Wird sehr, sehr nice. Niklas übernimmt den Köter. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen rein und gönnen uns ein bisschen LAN-Party-Action. Tschüss. An der Stelle ein riesiges Dankeschön. Ich komme hier hin, sehe das auf meinem Hintergrund, mach Chrome auf und sehe das hier. Ich nehme an, Kevin hat sich hier mal PC gesetzt und das zwischendurch mal gegoogelt. Ja, ich zeige euch übrigens mal ganz kurz das Setup. Holy shit, also das hier, das sind alle im Kreis. Mega geil. Wir werden vielleicht mit Rätsmann zusammen was kochen. Hey, genau, sitzen hier alle im Kreis, zocken später was. Da vorne ist ein Küchensetup. Ich kann euch mal ganz was zeigen hier. Ist actually sehr, sehr geil gemacht. Also man kann hier einfach so, man hat die Arena. Genau, da sieht man dann quasi das hier. Man hat die Küche, wo alles drin ist. Das ist sehr, sehr nice. Gestern Kameramann gemacht, dann gibt es noch so Social Ops und Raum, wo man rumchillen kann. Und wir hängen halt alle zusammen rum, chillen ein bisschen. Mega, mega nice, sehr, sehr cool. Und ja, Mann, ich hau jetzt den Stream an. Ich werde hier ein bisschen mit dem Chat talken. Und dann werde ich natürlich auch sofort meine Kochkünste auspacken. Ich möchte Pancakes machen für die ganze Bagage hier. Das wird sehr, sehr geil. Und ich bin gespannt, wie der heutige Tag so wird. Grüße, Küsschen. Ah, perfekt, Digga. Mein Chat ist mal wieder absolut dankbar und freut sich sehr, hier im Vlog aufzutauchen. Danke dafür. Nee, nein, alles klar, Chat. Ja, dann f*** euch doch. Wir sind auf jeden Fall jetzt live hier, schicken jetzt gerade die Videos hier rein und gleich wird dann gekocht. Sehr, 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 sehr nice. No joke, macht richtig Spaß hier. Es ist sehr, sehr, sehr cool. Ey, ich freestyle immer alles. Ehrlich? Und ein bisschen Salz brauchst du auch, ne? Salz können wir gebrauchen. Das Ding ist, ich habe wirklich, also ich bin ehrlich, ich bin jemand, der so nach Rezept kocht. Und es ist immer 50-50, ne? Aber ich fühle heute die guten 50%. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe es, ich hoffe es. Pass auf, ich würde es erstmal die non-vegan machen. Guck mal, man macht immer so, einen Löffel, dann ja, schmeißt man den weg und dann kippt man einfach richtig rein. Ja! Es war so safe. Ja, nein, keine Ahnung, ich würde einfach so ein bisschen... Ja, ne? Wir brauchen Energie, Freunde. Es muss ja auch... Zucker ist ja Energie, sagt Jeremy Fragrance. Pancakes sind auch so, Alter, nice. Wie viel machst du da rein? Nee, Bro, chill doch mal, ist doch voll flüssig. Es muss flüssig sein, es muss flüssig sein. Alter, also ich glaube, wir haben hier... Okay, Chat, also nochmal. Mein Rezept für Pancakes ist relativ einfach. Ihr nehmt einfach alle Zutaten, die ihr habt, und kippt die auf ganz entspannt zusammen. Auf ganz entspannt einfach zusammenkippen, ja? Das ist wichtig und richtig. 2 Euro pro. Schaut mal hier, ey, das war jetzt ein Top-Teig, oder? Ey, der sieht ganz ehrlich nicht beknackt aus. Ich würde, ja, hast du doch, der ist echt schon gut. Eine Packung Backpulver da drin? Eine Packung haben wir von das mir. Das müsste reichen, oder? Ja, ich würde sagen, ey, jetzt können wir eigentlich, jetzt können wir reingehen und flippen, oder? Die werden richtig schön fluffy werden, die. Ich sag's dir. Haben wir einen Teller, wo wir die drauf tun können? Ja, nee. Haben wir, krieg doch mal was, Mike. Boah. 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 Leck. Ist gut? Ist jetzt vegan? Nein, haben wir nicht gemacht. Ey. Alter, der sieht ja... Oh, guck mal hier, Rezi. Schau es dir an. Ist es nicht ein Troll? Oh! Wer zuerst lacht, muss seine Hand zwischen zwei Pfannkuchen für 5 Sekunden halten, die gerade vom Herd kommen. Ab jetzt. Pockers. Dicker. Ich wünschte, ich wäre so ein Influencer wie Revi. Wie kann ich einfach nur... Ja, würde ich sagen. Baby, oder? Are you down, 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 even if the sky comes falling down, down, down. Ey. Walla Krise. Ist ja noch, die sind ja krank mal wieder geworden. Die wirklich lecker. Das ist wirklich so. Danke, dass du auch nochmal erklärst. Ja. Ist so krass, wenn man sich mal so umschaut, wie viele Soziopathen, Psychopathen eigentlich in diesem Streaming und YouTube sind. Ja, oh, aber ey, überrascht eigentlich auch nicht. Hm? Ich auch, klar. Ja, guck mal an diesen Tisch. Na klar, 5 alle, von 5. Alle haben sie einen. Ne? Was mit dir? Du sitzt auf dem Sofa und trinkst. Guck mal. Du, ich werd langsam so ein bisschen skibby, ey. Hey Kevin, ich dreh kurz ein YouTube. Ey Bro, ich popel gerade, chill mal. Hey Bro, kann ich das vielleicht reinschneiden? Ja. Sau geil, Alter. Hey, wie hat dir unsere Rust Session gefallen? Du hast doch gar nicht mitgespielt. War die Scheiße. Ja, Scheiße, ich trinke jetzt eine Cola, Mike. 12. Okay. Hey, wie guckt diese Vlogs eigentlich jemand? Ja, dein Vater tatsächlich, jeden Abend, weil er einsam ist. Alright, okay, ich hab hier ein paar Pommes und ich hab noch mal ein Bier stehen. Ist auch chillig. Ich zieh eine Karte. Du hast deine Karte. Oha! Bruder! Holy shit, ja! Ist es die plus 4? Ja. Mach mal so mit Strudel, dass du alles auf einmal trinkst. Kannst du das? Kevin kann das richtig gut. Ja. Du solltest nicht keep droppen, damit es komplett falsch, was du gemacht hast. Hey Jungs,
Kevin hat zwei Asse. Ich zieh mir einfach die obersten. Nein, oder? Bro. Was ist das? Geht das so? Mann, Bruder, lösch dich einfach. Okay, schade. Muss tauschen. Achso, muss ich? Musst du, ja. Ja, dann kannst du mit Kevin tauschen, das ist doch smart. Mann, Junge, red dir einfach deine Fresse! Nee, ist ja oh klug, der hat ja wenig Karten. Hallo, ich spiel mit, bist du dumm? An meinem Tisch! Ich kann nicht so viele Karten halten mit meinen Händen. Hier liegen sie auch nochmal zwei. Oder auch nicht. Alter, Redi! Oh mein Gott! Hey, Bro! Oh, jetzt müssen wir alle tauschen. In welche Richtung? Oh, wer ist jetzt hier der Loser? So viele Karten hatte noch keiner. Ich glaube, du kannst das alles was sehen. Was ist das? Wer ist dran? Revi ist dran. Uno! Das halbe Deckerverein. Hey, Kevin, wie läuft's? Hey, die hab ich jetzt gewonnen. Aha, guck mal, die Regie ist wieder am Start. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Und jetzt muss Nick noch 4 ziehen. Ich hab einfach gewonnen. Und es hat keiner expected. Revi hat fair gewonnen. Ja, danke schön. Bro, kommt da was? Ja, eine Aussetzung für dich, du. Oh, Digga! Oh Mann, wie ehrenlos. Hier geht's hier erstmal zwei Runden. Ich kenne doch das. Wenn du so Handschuhe anhattest, dann musst du ja so ein Dickmann-Essen. So. Das kennt kein anderer. Was denn? Bei mir war Schokolade. Was musst du machen? Man musste Handschuhe anziehen und dann mit Messer und Gabel. So, normale Handschuhe und da musste man mit Messer und Gabel musste man eine Schokolade durchschneiden. Und alle anderen Mitspieler mussten versuchen, in der Reihe rum eine 6 zu würfeln. Und wenn sie es schaffen, dann waren sie dran. Und wer es schafft, die komplette Schokolade aufzuessen in der Zeit, der hat gewonnen. Aber das ist doch Diabetes. Man kennt ihr das, wenn man ein Wassertuch auf den Kopf bekommt, Kollegen kippen immer weiter drauf. Was war Snowboard? Stimmt, die Schokolade war noch in Zeitung eingepackt. Mit Schnee, weil das dauert noch länger, bis das geschmolzen ist. Snowboarding! Über was reden wir jetzt? Über Folter! Ist doch klar? Snowboarding! Snowboarding! Und es ist Schmelz, Digga! Was ist Schmelz? Schnee! Was die Scheiße! Ich seh nur noch schwarz-weiß, ich kann nicht mehr wissen! Die so, Kollege, jetzt kannst du mal zwei Karten ziehen, sag ich. Oh, jetzt kannst du echt. Oh, mein Gott! 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 Digga! Ich dachte kurz, ich muss. Gelb. Uno. Gelb ist unfair. Ja. Nein. So guys, like we're here in the arena right now, and I'm vlogging with my like homeboy Nick Beats. So yeah, we're doing a little vlog here, right? And ich bin gerade in der Runde. Pretty nice, right? What are you doing, man? You're playing, right? Es ist ein Rank. Das ist ich bin Rank. Okay, what are you playing, man? Let me see. Okay. Ich bin tatsächlich schon jetzt gerade Das ist der Mitspieler. Ich bin tot. Danke dir. Very good gaming, man. Very good gaming, man. We play some Valorant later, right? Wir spielen zum Valorant nachher zusammen. Yeah, we play some Valorant later, right? Genau. Ja. Was Chat saying? Omega Lul. Pretty funny, right? Das war lustig, oder? Yeah, okay. Hey, komm mal hier. It's pretty fucking big. It's open, right? Let's see you, like, ganz ehrlich, neigt sich jetzt hier auf dem Ende, beziehungsweise für mich. Es war ein absolutes Fest. Ihr habt die Szene aus dem Stream gesehen. Ihr habt das Stream von hier gesehen. Geile Nummer. Und ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Vlog. Checkt gerne die Streams die Tage mal aus. Peace out. Ciao.